Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Control. Heute beginnen wir mit dem Tipp: Wenn die Amtswaffe keine Munition mehr hat, kannst du sie nicht abfeuern, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Setze deine Fähigkeiten ein, um weiterhin anzugreifen. Ja, wir haben, glaube ich, als letztes einen Kontrollpunkt eingenommen und sollen nun durch die Kommunikationsabteilung, genau, um zur Hotline zu gelangen. Und ich sehe, hier oben haben wir ja noch einige Etagen. Aber hier gibt es auch keine Treppen. Was denken Sie denn da oben rum? So alles, also die Etage und die untere, die haben wir soweit schon. Wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, die haben wir schon alle abgelaufen, untersucht, alles gesammelt, hoffe ich, dass ich nichts übersehen habe. Ich guck mal, ob wir hier in die oberen Etagen kommen, die wir gesehen haben. Ist ja natürlich super. Nein. Aber wir finden noch eine Kiste mit nützlichem Allerlei, einer Hauserinnerung. Von der wir immer noch nicht wissen, was wir damit sollen. Ich hoffe, das erfahren wir mal langsam. Ich muss mal mein Mikro ein bisschen ausrichten. Hatte jetzt einige Stunden Spielpause und setze hier jetzt wieder an. Ich hoffe, ich verliere nicht die Übersicht. Denn wenn ich das tue, glaube ich nicht, dass die Karte mir groß weiterhilft. Obwohl, vielleicht erkennen wir ja, auf welcher Ebene wir sind. Wir sollen auf jeden Fall... Also dieser komische Raum mit den Vierecken scheint über uns zu sein. Oder unter uns. Ich würde aber eher sagen, über uns. Genau, dann sind wir nun hier in diesen Gängen. Was ist hier passiert? Haben wir was verpasst? Na, hier haben wir schon wieder so eine Sicherbarriere. Aber diese schadet uns nicht. Wir sollen also sicher in der Umgebung vernichten, oder was stand in einem Schreiben? Oder zig Ansammlungen zerstören. Schriftverkehr, Buchclub, Samson. Wo ist denn das jetzt? Da. Inoffizielles Buchclub Notizen für Penny von L. Samson. Wahrscheinlich ein Name. Ich dachte, es geht ja um Samson aus der Bibel, dass das vielleicht zum Buchclub gehört, aber es wäre auch ein bisschen merkwürdig. Wobei, ich will hier in dem Spiel nichts hinterfragen. Ich lese normalerweise nicht so viel Science Fiction, aber was Weltraumopern angeht, war das Buch ganz okay. Der Titel Außer Du könnte sich auf ein paar Elemente beziehen, denke ich, aber insgesamt ist er ziemlich vage und dumm. Die Charaktere benutzen ihn viel zu oft, sodass er zum geflügelten Wort wurde, und das war ziemlich schnell nervig. Die Weltraumkämpfe waren das Beste an der Geschichte. Ich war natürlich auf der Seite der Fixer, weil sie die coolste Technologie hatten und mir ihre Motive logisch vorkamen. Ganz ehrlich, wenn ich wählen müsste zwischen ein paar blasierten Weltraumhippies mit Blumen im Blaster und einer Truppe krasser Krieger, die herumfliegen und Planeten verschlingen wie billiges Sonntagssushi, würde ich nicht lange überlegen. Die Szene, wo sie in den Stadtplaneten eindringen und die gesamte Bevölkerung mit diesen Hirnwürmern konvertieren, und der Dogfight im All zwischen den zwei Pilotenassen, scheiße, ich bin dabei. Was mir das Ganze ruiniert hat, war der Tod meines Lieblingscharakters mitten in der Geschichte. Eine Gravitationsanomalie hat ihm einen Akkuzylinder durch die Visage gejagt. Das war total unnötig. 2 von 5 Punkten. Und noch eine Hauserinnerung. Woran erinnert sich das Haus? Also hier, durch die Poststelle können wir nicht weiter. Wir müssen durch die Luftdrucktechnik. Ah, da hinten haben wir schon wieder Kämpfe. Ein Objekt der Macht. Was? Sieht aus, als würde sie inzwischen befallen. Was? Ein Objekt der Macht?
Was? Ich glaube, diese Geschosse sollten wir nicht unbedingt abbekommen. Ich glaube, das tut uns nicht gut. Zumal hier ja auch der Tipp steht, dass wir in Deckung gehen sollen. Und ja, die Leute sehen auch nicht mehr ganz fit aus. Hier finden wir nochmal nützliches allerlei. Energieschub, eine persönliche Modifikation. Ich glaube, die hatten wir sogar schon. Ich gucke nur nochmal. Ja. Das ist allerdings nur plus 5% wert. Man könnte es eigentlich zerlegen. Allerdings weiß ich auch nicht, was wir mit diesem Wert hier machen sollen. Also warte ich mit dem Zerlegen tatsächlich. Okay, drei Schüsse, dann hört es auf. Man braucht eine Zeit zum Nachladen. Das ist ganz gut zu wissen. Das können wir doch ausnutzen. Boah, zum Glück haben wir ja auch Deckung. Boah. Haben wir schon wieder eine Zugangstür, die versperrt ist. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Ne, da unten ist auch kein Durchgang. Und auf der Seite waren wir, glaube ich, eben. Ah, hier ist noch eine Treppe. Eieiei. Oh, was haben wir denn hier an uns hängen? Ja, wie werden wir das wieder los? Hilfe! So. Der Rollwagen des Todes hatte uns in seinen Fängen ein weiteres Objekt der Macht. Was ist das da unten überhaupt? Ich sehe hier nur Schrott. Hey! Boah, das schlägt sogar hier. Au! Boah, das macht auch noch ordentlich Schaden hier. Fuck. So, jetzt mein Freund. Au, das ist die Diskette. Da haben wir doch die Präsentation von Darling gesehen. Die Diskette Atomrakete binden. Um Schleudern Telekinese-Fähigkeit zu erhalten. Lehre uns zu glauben, Direktorin. Ich schwere, wenn ich hier bin. Als hätte man den Kanal gewechselt. Der Rat hat hier das Sagen. Die Pyramide ist im Siegel der Behörde. Ziehen Sie wirklich die Fäden? Ich bin nicht Ihre Direktorin. Halte zwei, greife hervorgehobene Objekte, lasse zwei los, schleudern. Ja, wie geil, Leute. So, lassen wir es fallen. Okay. Schleudere, ordne den Würfel des Dingens in das Loch, den Platz, um weiterzukommen. Punkten. Ach, diese Würfel.
können wir einfach auch so Sachen aus dem... aus der Umgebung ziehen. Das ist ja geil. Weg mit euch, ihr versperrt mir den Weg. Oh, zerstöre die Kopien, Fälschungen, Nachahmungen. Das geht alles zu schnell. So schnell kann ich gar nicht lesen. Boah, echt jetzt? Also ein Kopfschuss macht gerade mal so viel Schaden. Und wenn wir den mit dem Würfel hier bewerfen, zack, sind die direkt platt. Wie geil ist denn bitte schön diese Attacke? Und die lässt sich auch richtig gut zielen. Also das ist... Ach komm. Hä? Ah, da war was im Weg. Hä? Ah, das scheint die Energie zu sein. Wir können das nicht immer nutzen. Ich meine, guckt euch das an. Das Zischen, das Rauschen gräbt sich in unserer Astralebene, geheime Basis. Du musst sie aufhalten, verstummen lassen, Direktorin. Oh, das geht echt so schnell. Also wenn ich irgendwas nicht ganz vorgelesen bekomme, habt ihr ja den Vorteil, hier auf Pause machen zu können. Ah, die Fähigkeit ist ja wohl der Hammer. So, hier verlassen wir wohl wieder die Astralebene. Die Diskette ist jetzt gebunden, geliefert. Das Zischen, der Antagonist betritt, sucht unsere Astralebene. Fallakten Diskette. Wow, da kommen direkt schon Gegner. Glaubt ihr, es lässt mir gefallen? Boah. Und wenn die Energie nachladen muss, nehmen wir uns einfach einen Gegenstand zum Werfen, ne? Also, oder wir schießen, wenn die nachladen muss. Hier scheinen aber noch mehr zu sein, oder? Oh ja, hallo, wer sind Sie? Sicher Sprengmeister und Sicher Ranger, zwei neue Einträge. Ey! Ach, einer mit Schild, komm. Zack. Geil. Boah, wie geil ist bitte schön diese Fähigkeit. Ich brauche gar keine Waffen. Ich klatsche euch einfach die Umgebung vors Gesicht. Das macht mehr Spaß. Ah, jetzt geht's, jetzt macht, oh Mann, jetzt geht's hier richtig los. Das ist mir auch egal, wie undurchsichtig die Story ist. Alleine diese Fähigkeit, der Hammer, der absolute Hammer. So, wir wollen jetzt aber mal schauen, was wir hier an neuen Unterlagen gesammelt haben. Bei der Zischer-Forschung haben wir zum Beispiel Zischer Ranger, verfasst von Emily Pope, Forschungsspezialistin, im Auftrag von Direktorin Jessie Faden. Also wieder, was ich glaube, wir haben ihr einen Auftrag gegeben, wenn Gegner kommen, gib uns die Informationen über die neuen direkt per, was weiß ich, imaginäre Post. Ich hinterfrage das gar nicht mehr. Wenn wir einen neuen Gegner besiegen, so sieht es zumindest aus, erhalten wir darüber direkt Informationen. Feldforschung über Zischerwesen, befallener Ranger, vertraulich. Zusammenfassung. Die Ranger sind die gut ausgebildeten Einsatzkräfte der Behörde. Ihre vom Zischen befallenen Gegenstücke sind ebenso beeindruckend. Vor dem Fall wurden Ranger im Gebrauch einer Reihe von Waffen ausgebildet, damit sie auf etwaige Bedrohungen während eines AWE-Einsatzes oder einer Grenzbereicherkundung vorbereitet sind. Zischer Ranger setzen die oben genannten Waffen ein und wenden hochentwickelte Taktiken an, die ihnen von Ausbildern der Behörde beigebracht wurden. Einige sind zusätzlich mit behördeneigener Körperpanzerung ausgerüstet.
Es wurden keine paranatürlichen Fähigkeiten bei Zisha-Rangern beobachtet, außer dass einige durch einen dichten Resonanzschild des Zischens geschützt sind, der Kugeln aufhalten kann. Aber nicht unsere Wurfgeschosse. Wenn man in Betracht zieht, welch hochentwickelte Maßnahmen Zisha-Ranger aus ihrer Ausbildung auf ihre Situation anwenden können, ist es dann nicht plausibel anzunehmen, dass der menschliche Geist bis zu einem gewissen Grad intakt bleibt? Oder kann das Zischen auf die Kampfausbildung zugreifen und sie nutzen? Weitere Beobachtungen sind erforderlich. Vollständiger Bericht in Akte. Dann haben wir hier nochmal den Zischer-Sprengmeister, ebenfalls von Emily Pope verfasst in unserem Auftrag. Feldforschung über Zischerwesen vom Zischen befallener Sprengmeister. Vertraulich. Zusammenfassung. Die Behörde erlaubt nur bestimmten, hochgradig ausgebildeten Personen den Umgang mit explosiven Materialien und Waffen. Unsere Sprengmeister werden im Einsatz von Sprengstoffen in Dimensionen mit unterschiedlichen physikalischen Gesetzen ausgebildet. Dadurch sind sie wichtige Ressourcen sowohl für Ingenieursarbeiten als auch in Kampfsituationen. Zischer-Sprengmeister sind die einzige Zischer-Variante, welche die speziellen raketenbetriebenen Granaten einsetzt, die im Flug Wesen identifizieren und verfolgen können. Dadurch sind sie eine Bedrohung, deren Eliminierung in Kampfszenarien priorisiert werden sollte. Ich finde es bemerkenswert, dass das Zischen die Verwendung dieser Waffe auf Mitarbeiter der Behörde beschränkt, die darin ausgebildet wurden. Was sagt uns das über sein Verhalten? Kann es keine neuen Informationen an befallene Wesen weitergeben? Zu viel ist noch unbekannt. Vollständiger Bericht in Akte. Das waren die. Wir haben neues Multimedia-Material. Ach, die Grenzbereich-Kinder. Vermisse Mami. Ist es das, was ich denke? Ja, also... Irgendwie ist das kranker Scheiß, Leute. Und ich weiß auch nicht, für wen ist das gedacht? Für Kinder hier in der Behörde? Ich habe keine Kinder gesehen. Oder ist das tatsächlich eine Fernsehserie, die hier läuft? Ich weiß es nicht. Wir hatten aber noch ein Sammelobjekt. Wird hier oben nicht angezeigt, aber hier leuchtet die Fallakte. Diskette. ID-Diskette, Objekt der Macht 5-KE, erhalten am 11. März 1974, Verwahrungsort redigiert. Isolationsprozedere muss in einer Zelle ohne lose Materialien verwahrt werden. Warum, das haben wir eben gesehen. Beschreibung Parautilität. Das Objekt ist eine 8 Zoll breite Diskette mit Startcodes für Atomraketen aus der Sowjetzeit. Wenn es gebunden wird, ermöglicht das Objekt Para-Utilitariern, Materialien zu heben und über eine kurze Distanz zu werfen. Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.15. Das Objekt ist derzeit zu Forschungszwecken an Hui Lui gebunden. Herkunft von den CIA-Agenten Hinz und Kunz aus einer sowjetischen Militärbasis in Kalaschnikow gestohlen. Die Diskette enthielt Startcodes für Raketen, von denen man annimmt, dass sie gegen allerlei eingesetzt werden sollten. Nach ihrer Rückkehr in die USA begann die Diskette Computerhardware auf Mitglieder des Dekodierungsteams zu werfen. Ein Informant in der CIA gab der Behörde einen Hinweis und die Diskette wurde am nächsten Tag von Agenten beschlagnahmt. Und hier fällt mir gerade ein, ich hatte ja schon im letzten Video den Verdacht geäußert, dass dieses Streichen der Texte, dieses Schwärzen, wie es in dem Video genannt wurde, dazu führt, dass diese Dinge zerstört werden oder vernichtet oder einfach entfernt werden aus unserer Realität. Das Objekt ist derzeit an eine gewisse Person verbunden, die vielleicht gar nicht mehr existiert, genau wie die beiden CIA-Agenten, die Militärbasis dass hier eine ganze Stadt ausradiert wurde, möglich, aber unwahrscheinlich. So, enthielt Startcodes für Atomraketen, würde ich jetzt mal sagen. Steht ja auch oben, aber hier ist es dann ausgestrichen. Von denen man annimmt, dass sie gegen, ja, in den 70er Jahren von Russland, ist davon auszugehen, dass sie gegen Amerika eingesetzt werden sollten.
Amerika würden die doch hier nicht schwärzen. Entweder denke ich gerade falsch, dass da was anderes stehen sollte, oder meine Theorie über das Schwärzen macht keinen Sinn. Wir behalten es mal im Auge. Ei, der Durchgang ist frei. Hier war vorhin noch die Barriere. Emily sagte, dass man durch den Postraum zur Hotline kommt. Upp, upp, upp. Alarm. Wir räumen uns hier erstmal den Weg frei. Zack. Hier muss auch was Schickes liegen. Vielleicht noch unzustellbare Briefe. Wobei, die waren, glaube ich, in einer gesonderten Abteilung. Hier hinten haben wir noch Ressourcen. Oh, und dieses Gequatsche geht wieder los. Das nervt mich vielleicht. Vielleicht. Ich verschlucke schon ganze Buchstaben hier. Aber ich habe auch im Moment das Gefühl, dass mein Kopfhörer zu laut ist und ich meine eigene Stimme nicht hören kann. Dann redet man schon mal etwas befremdlich und merkt im Nachhinein, dass es doch einen Unterschied macht, wenn man sich selbst nicht hören kann, wie man spricht. Was ist das denn hier für Teufelswerk? Das Gequatsche ist echt nervig. Nicht definierte Werte. Hier liegt noch eine Akte Schriftverkehr zu Marcy, folgendes AWE in Willow. Offizielles Federal Bureau of Control. Zusammenfassung der Verbreitung von alternativen Informationen über das AWE in Willow. Immer mehr nationale Nachrichtenseiten veröffentlichen den Bericht über den Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Ich will zwar nicht angeben, aber umherziehende Eisbären auf der Suche nach Futter für den Tod der Familie verantwortlich zu machen, war ziemlich genial. Den Klimawandel und zerstörte Ökosysteme hinterfragt niemand. Wenn wir aktuelle ökologische Bedenken ins Spiel bringen, die Öffentlichkeit viel weniger. Also haben wir ein weiteres AWE hinter uns und die Öffentlichkeit hat immer noch keinen Schimmer. Gute Arbeit allerseits. Die Kampagne war stark und perfekt ausgeführt. Das heißt nicht, dass wir und nicht mehr auf Meinungen hin prüfen müssen, die von der Aussage abweichen, aber es sieht aus, als wären wir aus dem Gröbsten raus. Tomasi Ende. Das Willow AWE, das wurde hier schon einige Male erwähnt, das scheint wohl eine richtig große Sache gewesen zu sein, bei der es sogar zu Toten kam, wie wir lesen. So Schere und Alaska durfte zum Beispiel nicht als Begriff fallen bei den Todesschreiben der betroffenen Agenten an die Familien. Macht langsam Sinn. Wir haben vorhin von einer Schere gelesen, die besondere Kräfte hatte. Hier lesen wir jetzt Eisbärenangriff auf die Stadt in Alaska. Macht Sinn. Es macht langsam Sinn. Vielleicht finden wir noch heraus, was da genau passiert ist. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, was diese Behörde tut. Zumindest reime ich mir das jetzt mal so zusammen. Die versuchen irgendwie Informationen über diese AWEs, also übernatürliche oder ja, paranormale Ereignisse zu sammeln. Ich mache mal kurz Pause, das Gequatsche hier nervt mich im Hintergrund. Und diesen Sachen nachzugehen auf der Suche nach eventuellen Objekten der Macht, die an gewisse Personen gebunden werden können, in diesem Fall an uns, an den Direktor, und wir so die Kraft uns zu eigen machen können. So, jetzt haben wir hier eine ganze, ja, das Haus an sich ist ja schon merkwürdig. Wir haben also dieses riesige Gebäude, dessen Räume und Gänge sich verschieben.
das auch nur von den Leuten entdeckt werden kann, die explizit danach suchen. Also alleine das Gebäude scheint schon, ja, wurde schon gesagt, ein Ort der Macht ist das älteste Haus. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich auf ja, gefährlichem Terrain. Wenn man jetzt überlegt, dass wir andere Personen treffen, die auch diese Fähigkeiten haben könnten, wie zum Beispiel dieses Schleudern oder dieser Psi-Schlag, wenn die uns nichts Gutes wollen, haben wir schon mal die Arschkarte. Im Moment ist aber die Gefahr durch das Zischen da. Irgendetwas, was hier ausgebrochen ist, was wir vielleicht sogar selber mit reingebracht haben, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, dass hier die Leute befällt, die nicht durch diese komischen, ja, Westen, selbstgebastelten, wie wird das genannt, irgendwelche Resonanzverstärker geschützt wurden. All die, die das nicht getragen haben, wurden vom Zischen befallen und werden aggressiv und greifen uns an und das auch nicht gerade ohne mit ihren Schilden und all sowas. So, und in dem ganzen Kladderadatsch, der hier abgeht, sind wir auch noch auf der Suche nach unserem Bruder, den die Behörde vor 17 Jahren geschnappt hat. Warum wurde er geschnappt, stelle ich mir nun die Frage. Hatte er vielleicht auch schon irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Ist er vielleicht irgendeine besondere Macht? Gibt es auch Personen der Macht? Oh Gott, hier gibt es ja... Jetzt muss ich hier gleich mal auf die Karte gucken, wie wir hier am besten vorgehen. Wir haben gerade hier so viele Abzweigungen. Das hier scheint aber ein Gang zu sein, der in eine Sackgasse führt. Ah, hier brauchen wir wieder eine Freigabestufe. Oh, sie redet auch. Hier müssen wir, glaube ich, rein. Und die Blutspur verheißt nichts Gutes. Was haben wir denn hier? Ei, wir finden endlich eine Berechtigungsstufe. 1. Nicht nur diese, Fräulein. Nicht nur diese. Wir haben schon einige Türen gefunden. Hier haben wir einen Kontrollpunkt, der nicht von Gegnern bewacht ist. Ja. Da sollen wir durch. Ist verschlossen, der Schlüssel befindet sich hier und hier direkt ein Speicherpunkt. Eindeutig haben wir gleich einen schweren Kampf vor uns. Und bevor ich da durch die Tür gehe, nun mit unserer gefundenen Sicherheitskarte, ist die eigentlich im Inventar jetzt auch aufgeführt? Ja, Berechtigungsstufe 1. 12 nicht definierte Werte, 8 Hauserinnerungen, eine versteckte Tendenz, was auch immer das sein mag. Ich hoffe, wir finden es bald heraus. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich habe den Faden verloren. Ach so, ja genau. Also wir werden hier einen starken Kampf vor uns haben und dann werde ich mich hier erstmal umsehen. Und da wir nun Berechtigungsstufe 1 besitzen, werde ich wohl auch über diese Knotenpunkte nochmal zu den anderen Knotenpunkten hier in der Geschäftsleitung reisen, um die verschlossenen Türen zu öffnen. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar Extras. Wobei bisher finden wir ja eigentlich nur Ressourcen, mit denen wir nichts anfangen können. Aber vielleicht finden wir auch eine neue Waffe oder Waffenmodifikation oder persönliche Modifikationen. So, diesen Gang sind wir jetzt soweit durchgegangen. Hier hinten haben wir noch einen Schutzbunker. Ich weiß nicht, ob das an DirectX 11 liegt, aber hier bei dieser Oberfläche, wenn wir davor stehen, das sieht schon befremdlich aus, die Texturen. Naja. Schon wieder ein Radio. Und wieder nicht definierte Werte. So. Oh, ich dachte, da kommt jemand, aber der Bunker geht ja mal von alleine wieder zu. Also hier sind wir jetzt lang gegangen. Hier unten kommen wir nicht weiter. Oh,
Hier haben wir nochmal eine kleine Nische mit Süßigkeiten. Keine Markenprodukte. Dann schauen wir uns jetzt mal auf der oberen Ebene um. Oh, hallo. Wow, wir ziehen einfach den Beton aus dem Boden. Schmecke das, du Lappen. Was liegt hier? Nochmal Berechtigungsstufe 1. So, der hat einen dieser Verstärker. Guck nicht so grimmig. Deswegen ist er auch gestorben und nicht befallen. Also es scheint tatsächlich zu klappen mit diesem komischen Schild. So, hier kommen wir anscheinend nicht durch. Hier haben wir auch keine Berechtigungsstufe von außen. Hier haben wir noch ein Tonband. Sie hören America Overnight. Wir mystifizieren die Funkwellen seit 29 Jahren. Danke, dass Sie bei uns sind. Geister. Wir haben im Laufe der Jahre viele Anrufer gehabt, die uns von Geistern, Stimmen und anderen phantasmagorischen Phänomenen erzählten. Heute erzählt der Freund der Sendung, Dr. Quincy Reagan, seine Geschichte. Quincy. Danke. Das habe ich kürzlich erlebt, als ich wegen der Suspicicon im vergangenen Jahr im Chili Pines Hotel in Macon übernachtete. Ich war in Zimmer 47. Der Nachtmanager, ein begeisterter Zuhörer des Programms, bestand darauf, dass ich genau dieses Zimmer nehme. Also, der Manager erklärte, dass vor Jahren die Leiche eines Mannes unter dem Bett entdeckt wurde, in dem Holzrahmen, den die Motelbetten in der Regel haben. Die Leiche war seit einer Woche dort, sagte er. Gäste waren dort gewesen und schliefen mit der Leiche einen halben Meter unter ihnen. Sie fanden die Leiche erst, als sich die Putzleute über den Geruch beschwerten. Seitdem wurden in Raum 47 Geisterscheinungen gemeldet. Ich nahm das Zimmer gern. Ich schlief recht schnell ein, nachdem ich erst unter dem Bett nachgeschaut hatte. Keine Geister besuchten mich. Keine kalten Stellen oder flackernden Lichter. Aber als ich erwachte, befand ich mich unter dem Bett. Es war dunkel und erdrückend heiß. Glücklicherweise konnte ich vorm Ersticken die Matratze wegschieben und herauskriechen. Der Nachtmanager fand netterweise ein anderes Zimmer für mich. Da haben Sie es, liebe Zuhörer. Was wir Geister nennen, hat viele Formen. Quincy war mutig genug, seine Geschichte zu erzählen. Und ich ermutige Sie, weiter anzurufen und zu schreiben, wenn Sie auf etwas Seltsames stoßen. Etwas, das Sie nicht erklären können. Vielleicht sehen Sie Farben, für die wir keinen Namen haben. Vielleicht ist Ihr Toaster verhext. Denken Sie daran, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen sonst keiner glaubt, wir tun es. America Overnight ist gleich zurück. Okay, haben wir das auch als Sammelobjekt. Multimedia America Overnight, Folge 359. Ja, dadurch, dass die Aufzeichnung hier in der Behörde ist, ergeben sich daraus meines Erachtens zwei Möglichkeiten. Entweder wurde diese Radiosendung von der Behörde abgehört, um auf eventuelle AWEs zu stoßen und dem nachzugehen. Oder sogar die zweite Möglichkeit, dass die Sendung America Overnight vielleicht sogar von der Behörde selbst produziert wurde, um solche Meldungen ermehrt zu erhalten. Vermehrt zu erhalten? Das würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay, auf dieser Etage sind wir auch durch. Aber es ging ja noch weiter hoch. Hier ist gar keine Berechtigungsstufe vonnöten. Einfach so abgeschlossen. Ah, da hinten haben wir schon wieder dieses Gas. Da werden wir also nicht reinkommen. Aber wir finden nochmal ein Schriftstück, ein offizielles Schriftverkehr. Marshall Quarantäne Unterschiede an A. Tomasi von H. Marshall betrefft korrekte Unterscheidung der Typen von Quarantäne.
Federal Bureau of Control. Geben Sie gut Acht, Alberto, ich erkläre dies zum letzten Mal. Interne Quarantäne ist ein manuell ausgelöstes Ereignis, in dem ein oder alle Sektoren durch Einschränkungen im Sektorenliftgebrauch abgeriegelt werden. So werden die Mitarbeiter in ihrem jeweiligen Sektor festgehalten, bis der Notfall vorüber ist. Sie kann nur durch den Überbrückungsschalter in der Wartung aufgehoben werden, sobald der Direktor zufrieden ist, dass sich die Situation unter Kontrolle befindet. Externe Quarantäne ist schon eine größere Sache. Ins gesamte Gebäude kommt nichts hinein und es gelangt auch nichts heraus. Sie wird nur durch einen Isolationsleck der Alarmstufe Rot ausgelöst, basierend auf einem komplizierten Sicherheitssystem, das Sicherheit und Forschung zusammengeklatscht haben. Sie kann nur aufgehoben werden, wenn a. die Bedrohung ausgeschaltet wurde und b. eine Person mit hoher Sicherheitsfreigabe dem System das Okay gibt. Dieses Prozedere ist nicht das gleiche wie der Überbrückungsschalter. Ich weiß, dass es verdammt verwirrend ist. Ich habe Darling 100-mal gesagt, dass es geändert werden soll, aber sie bestehen felsenfest darauf, es so zu lassen. Ehrlich, ich denke, sie wissen nicht einmal, wie sie es zu diesem Zeitpunkt ändern können. Sorgen wir einfach dafür, dass unsere Mitarbeiter verstehen, wie dieser ganze Schlamassel funktioniert, okay? Marshall. Also das habe ich jetzt eigentlich schon auf Anhieb verstanden, den Unterschied. Im Vergleich zu dem, womit wir ja sonst konfrontiert werden, ist das doch nun wirklich ein sehr verständlicher Text. So, und hier kommen wir nicht rein. Singt hier wieder der Hausmeister? Ah, da hinten liegt was. Ey, kriegen wir wieder Schaden, ne? Ja, ich glaube ja. Oder? Ja. Oh, und das geht auch so flott. Das mit dem Schaden hier geht so flott. Das ist nicht mehr normal. So, und hier haben wir noch einen Raum. Mit Gegnern. Hey! So! Oh! Da ist schon wieder jemand mit Schild. Vergiss es! Nein! Oh, hatte der eine Schrotflinte? Oh, da ist ein besonderer mit Name. Ey, den haben wir jetzt aber gerade mit der Wurfattacke kaum verletzt. Oh, der ist echt flott wieder auf den Beinen. Oh. Das war ein etwas härterer Brocken. Versteckte Tendenz. Hauserinnerung und Lebensschub. Was, glaube ich, erhöhte Lebensenergie ist. Da hatten wir auch schon einen Modifikator. Hier finden wir nochmal Schleudereffizienz. Können wir den Schaden erhöhen? Das wäre geil. Schleudern Energiekosten minus 8%. Ich würde lieber den Schaden damit erhöhen. Hier haben wir noch ein Dokument. Forschung und Aufzeichnungen. Datenpanne. Berichte. Systemsicherheitsevaluierung. Datenpanne bestätigt. Zusammenfassung. Im letzten Monat kam es auf unserem Server vor Ort zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eingehender Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teile von Dr. Darlings Vorträgen enthielt. Ermittler konnten die Nutzer über ihre IP-Adresse verfolgen. Patrick Stroydjens, Rubens Nugiera, Arthur Kolumeki, Christopher Mills Bowling und Jaco Sarinen.
Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Da verstehen die Leute keinen Spaß. Was haben wir denn hier? So eine Art Serverraum? Verdammt, und wir haben hier den Hauptmann der Truppe hier erledigt. Ja, Leute, jetzt sind alle Server down. Und damit haben wir, glaube ich, auch hier an dieser Stelle alles erforscht. Da will ich allerdings noch nicht durch, das sagte ich ja schon bereits. Wir hatten ganz am Anfang einmal vorm Direktionsbüro, hatten wir auf jeden Fall eine Tür mit 1. Ich glaube, bei unzustellbare Briefe war eine Tür mit 1, so wie in der Luftdrucktechnik, wo wir die Diskette bekommen haben, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich fange mal bei unzustellbare Briefe an. Das will ich einfach nur mal kontrollieren, was wir da so finden. Verletzte Gegner lassen, ja, Lebenselemente finden, fallen. Ah, das war Stufe 2. Ich dachte, das wäre 1 gewesen. Wir hatten auch noch höhere. Gab es hier unten noch eine Stufe 1 Beschränkung? Nee, hier gab es, glaube ich, keine. Aber definitiv in der Luftdrucktechnik. Da müssten wir eigentlich hier lang. Hoch war eine Sackgasse. Richtig, hier. War da hinten auch noch was? Weiß ich schon gar nicht mehr. So, hier auf jeden Fall, hier auf der rechten Seite, meine ich. Genau. Schnaggeliback. Hauserinnerung und würgendes Schmetterergeschoss. Und Havanna Zusatzbemerkungen, Fallakte. ID AWE 48, Ereignis stattgefunden am 23. September 2017, Ort des Ereignisses Havanna, Kuba. Genau, die Zusammenfassung, die hatten wir vorhin schon gefunden. Hier haben wir jetzt nochmal die Zusatzbemerkungen. Details. Medizinisches Personal der Behörde untersuchte persönlich die verletzten Botschaftsmitarbeiter, als sie wieder im Land waren. Während die Opfer über kognitive Probleme, Schwindel und Müdigkeit klagten, brachten weitere Tests der Behördenärzte schwere Zellschäden zum Vorschein, wie man sie normalerweise infolge von Strahlenexposition sieht. Agenten und Forschungspersonal blieben zurück, um im umliegenden Gebiet Bodenproben zu entnehmen, fanden jedoch keine Spur von abgesehen von den Gesundheitsproblemen der Mitarbeiter. Die Kommunikationsabteilung brachte eine Geschichte über ausländische Mächte im Umlauf, die die Botschaftsmitarbeiter ausgesetzt hätten, was zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen geführt hätte, aufgrund derer die Botschaft evakuiert werden musste. Die Geschichte wurde angenommen und zog die internationale Aufmerksamkeit kurz auf sich. Ja, ich glaube, das kommt häufiger vor. Genau, also hier hatten wir nichts weiter. Wo habe ich jetzt gesagt, ganz am Anfang vom Direktorbüro hatten wir auf jeden Fall nochmal eins. Und ich glaube, in der Nähe des Besprechungsraumes hatten wir auch nochmal Sicherheitsstufe 1. Da, wo Emily Pope sitzt. Falls sie da noch sitzt. Also gehen wir mal zurück in die zentrale Geschäftsleitung.
Ich glaube, hier die Tür war auch auf, sodass sie direkt hier zum Direktionsbüro kommen. Wie sah es jetzt in diesem Teil aus? Das weiß ich gerade gar nicht so genau. Ob wir da auch noch eine Tür der Sicherheitsstufe 1 haben. Explosive Gefahren in der Umgebung können Gegnern Schaden zufügen, aber denke daran, du bist auch nicht vor ihnen sicher. Ja, wir haben ja eben schon einen explosiven Kanister quasi um uns geworfen. Da geht's zum Aufzug, da ging's dahin. Hier hatten wir, ach, Stufe 3 und da hinten. Ich glaube, da war die Jukebox. Wo ich noch gesagt habe, dass der Partyraum. Entschuldigung. Da kribbelte die Nase. Ich hoffe, ihr habt keinen Schock bekommen. Mag die Jukebox wohl auch ein Objekt der Macht sein? Wenn ja, wie kommen wir da dran? Ich will die haben. Ich will wissen, was wir können. Nachdem wir nun hier Brocken durch die Gegend schmeißen können, bin ich offen für alles, liebe Leute. Genau. Director's Office. Da haben wir eins, aber die Tür meinte ich nicht. Ich meinte eine andere. Was finden wir hier? Forschungen, Aufzeichnungen, Parautilität. Forschung erfasst von Emily Pope, Forschungsspezialistin im Auftrag von Dr. Caspar Darling, Forschungsleiter. Untersuchung paranatürlicher Themen, Objekte der Macht und ihre Parautilität. Zusammenfassung: Objekte der Macht sind einzigartig in ihrer Fähigkeit, bestimmten Individuen paranatürliche Fähigkeiten zu verleihen. Wir nennen diese Individuen Parautilitaria. Die Potenz der Fähigkeiten hängt vom Parautilitaria ab. Anhand des Beispiels von Objekt der Macht sieht man, dass es einige Parautilitaria gibt, die eine Wurfdistanz von erreichen, während andere nur zu fähig sind. Weitere Informationen in Dr. Darlings Präsentation 11.15. Es ist unbekannt, was genau die paranatürliche Kompetenz eines Individuums bestimmt, aber es wird gemeinhin angenommen, dass ein wenig im Körper vorhanden ist und dass es wie alle Muskeln trainiert werden kann. Um meine Analyse fortzusetzen, habe ich offiziell Zugang zu den Northmore-Akten beantragt, da er der fähigste Parautilitarier ist, den die Behörde je gesehen hat. Dr. Darling hat dem Antrag noch nicht stattgegeben. Vollständiger Bericht in Akte 8-54-1982. Northmore. Waffenmodifikation, Waffenrüstungsschaden. Moment mal. Schaden gegen gegnerische Rüstung plus 39%. Hauen wir rein. Ja, schon wieder was für den Schmetterer. Also den Schmetterer, den sollten wir langsam mal finden. Würde mich mal interessieren, was das für eine Waffe ist. Huch, nein! Oh, okay. Interessant, dass man dieses Büro von hier oben schon sieht, aber nur durch die Tür hier herankommt. So, ich wollte Richtung. Kamen wir hier wieder ins Büro? Nein, hier gab es auch, glaube ich, keine Türen. Ich glaube nicht. Dann ist der Durchgang, den ich meine, hier. Hier haben wir nochmal Stufe 4, aber auch das meinte ich nicht. Sondern hier den Raum. Das ist, glaube ich, die erste Tür, über die wir gestolpert sind. Finden wir nochmal Materialien in der Box.
Hauserinnerungen. Und hier haben wir nochmal Schriftverkehr, Benachrichtigung über den Tod eines Agenten, offizielles Federal Bureau of Control. Sehr geehrter Mr. Potts, sehr geehrte Mrs. Potts, mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Graham Potts letzte Woche bei einem Einsatz ums Leben kam. Genauere Details zu seinem Tod sind streng vertraulich, doch habe ich die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass er im Dienst für sein Vaterland gefallen ist. Sie können stolz darauf sein, dass er im Angesicht der Gefahr großen Mut bewiesen hat und sich dem Schutz unserer Nation gegen ihre Feinde verpflichtet sah. Er wird seinen Kameraden und Kollegen stets in Erinnerung bleiben. Ich bedauere den Schmerz, der Ihnen diese Nachricht bereiten muss, aufs Äußerste. Ich hoffe, dass Sie etwas Trost in der Tatsache finden, dass sein Opfer das Vaterland beschützt hat, das er so geliebt hat. Seine Habseligkeiten werden Ihnen so schnell wie möglich zugestellt. Hochachtungsvoll Howard J. Murray, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kommunikationsabteilung Federal Bureau of Control. Und so wie ich das hier sehe, hat er alles richtig gemacht. Wir schauen nochmal in die genehmigte Begrifflichkeiten. Alaska, Schere, Blut, Verlust, Entschuldigung, Verzeihung war nicht drin. Im Dienste, Bedauern, Stolz, wird nicht vergessen, all das war drin. Da hat sich jemand an die Arbeitsvorschriften gehalten. Sehr schön. Muss ich ja ein Auge drauf haben als Direktorin. Können wir dem guten Herrn eine Gehaltserhöhung verpassen, wenn er denn mal arbeiten würde. Im Moment hängen unsere Mitarbeiter faul an der Decke rum. Oder greifen uns an. Hatten wir sonst noch Räume der Sicherheitsstufe 1? Ah, ich hätte mir das mal notieren sollen. Aber wer hat denn damit gerechnet, dass das jetzt schon so früh passiert? Ja, hier haben wir noch eins. Haha. Ich wusste doch, irgendwo müsste noch was sein. Zack, und wieder eine Hauserinnerung. Also wenn die Hauserinnerung nicht gleich sau viel wert ist, dann weiß ich auch nicht. Hey! Ja, haben wir doch schon die Leute bekämpft. Die kommen also einfach wieder. Oh, da unten habe ich einen gesehen. Da unten. Zack. Oh, das sind die Sprengmeister. Eieiei, weg mit dir. Vor denen müssen wir uns dann Acht nehmen, dass wir da ja hinter einer Deckung sind. Das war ja gerade richtig heftig. Vor allen Dingen, das schienen ja auch Wärmelenkraketen zu sein. So, war hier nicht noch irgendwo was? Ach ja, war der von Gas befallene Bunker, glaube ich. Ja. Yep. Ich renne hier nur noch mal durch. Ja, eigentlich sind wir ja jetzt einmal hier lang gerannt. Hier ist ja eh ein neuer Knotenpunkt. Ja, damit haben wir eigentlich, glaube ich, alles. Ansonsten werden wir wahrscheinlich hier nochmal langlaufen müssen. Wir waren bei der Poststelle. Da hatten wir den Raum, der verschlossen war.
neue Mitarbeiter der Behörde, da war ich zu langsam. Könnt ihr ja bei Interesse selber nochmal lesen. Gut, wir dürften jetzt eigentlich hier auch gespeichert haben, durch die Nutzung dieses Punktes. Und ich würde sagen, ich öffne diese dubiose Tür mit der riesen Blutlache davor im nächsten Video, denn ich gehe davon aus, dass wir hier einen Kampf vor uns haben. So, und das Video ist fast eine Stunde lang. Das will ich ja eigentlich nicht, dass die Videos so lang sind. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.